Robert Lewandowski hat mit Zahavi einen äußerst erfahrenen Berater und wie jetzt die Medien berichten, unter anderem laut Sky, soll es so sein, dass einige Top-Clubs ganz konkretes Interesse haben, Robert Lewandowski zu holen. Müssen jetzt die Bayern Angst haben? Angeblich sollen sie sogar schon zu Zahavi, also seinem Berater, gegangen sein, dort schon mal geredet haben. Robert Lewandowski ist aktuell der beste Stürmer der Welt, meiner Meinung nach. Kommt jetzt natürlich aus einer Verletzung, aber er ist für mich aktuell der kompletteste Stürmer und auch amtierender Weltfußballer. Dementsprechend ist es klar, dass obwohl er 32 ist, wohl einige gerne Lewandowski im Kader hätten. Die Bayern natürlich auch. Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, dass er wechseln wird. Der hat sich jetzt auch gut geäußert über Julian Nagelsmann, der jetzt ja zu den Bayern kommt. Also dementsprechend, ich glaube eher, er wird bleiben. Ja. Zahavi natürlich ist immer dafür gut, einen krassen Transfer auf die Beine zu stellen. Aber ich glaube nicht, dass Lewandowski nochmal wechselt. Klar, andere Vereine könnten ihm wahrscheinlich nochmal mehr bezahlen. Ein Paris, wenn er zum Beispiel Mbappé wechseln würde, ganz klar. Auch vielleicht englische Vereine könnten mehr auf den Tisch legen, aber ich persönlich glaube, dass Robert Lewandowski bleiben wird, ganz einfach, weil er sich bei den Bayern so wohl fühlt. Hier ist er Weltfußballer geworden, hier hat er das Triple geholt, hier kann er den ewigen Rekord einstellen, was Tore schießen angeht. Also für mich persönlich gibt es keinen Verein, wo Robert Lewandowski besser hinpasst als zu den Bayern. Ich glaube, mit Julian Nagelsmann kommt auch ein sehr versierter Trainer, jemand, der ja vielleicht in der Außendarstellung nicht immer so sympathisch wirkt, aber der taktisch ganz, 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 ganz viel drauf hat. Und dementsprechend, ich glaube, das wird passen. Bayern, Nagelsmann und Lewandowski. Also ich glaube, Lewandowski wird bleiben, egal was da jetzt für Unruhe in die Medien kommt, dass gesagt wird, ja, der Verein jetzt, vielleicht wird dann irgendwann mal in den nächsten Tagen einer konkret genannt, vielleicht Paris oder so, aber wobei die ja auch an Messi baggern, also bei Paris weiß ich ja nicht, an wie vielen Spielern die immer gleichzeitig gerne haben wollen. Genug Geld ist da zwar da, aber irgendwie, naja. Was sagt ihr? Lewandowskis Platz daheim in Bayern oder woanders hin? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare klicken. In die Mitte kommt ihr zum letzten Video. Da hat Paris nämlich, Messi hat ein krasses Angebot gemacht. Worum es geht, erfahrt ihr, wenn ihr jetzt in die Mitte klickt, wir sind später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.